Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 16.11. Wir haben kurz nach 7. Der Sicherheitsdienst hat uns gerade begrüßt mit: Ihr seid die Ersten, die da sind. Und das sind wir auch. Das Licht ist tatsächlich noch aus. Heute wird hier weiter aufgebaut. Es werden einige von den Check-in-Boxen, da sind dann drin die Goodie-Bags, die Namensschilder, die Urkunden und so, in verschiedenen Hotels in Dortmund gebracht, wo wir wissen, dass verschiedene Delegationen sind, um hier einfach an der Anmeldung alles ein bisschen zu entzerren. Es wird abgeflattert an allen Wettbewerbsbereichen, die Messe hinter mir, beziehungsweise die einzelnen Sponsoren bauen auf, die internationalen Sponsoren bauen auf. Und es wird sehr viel Kleinkram noch geben. Wir gucken uns das Ganze wie immer wieder an und schauen mal, was der Tag so bringen wird. Was für mich natürlich immer irgendwie spannend ist, sind dann die Lego-Sachen, die es gibt. Und es gibt bei der World Robot Olympiad ein Teile-Set, aus denen die Parcours zum Beispiel für Robomission gebaut werden. Und das hier ist ein ganz neues, das ist nämlich ein Ergänzungsset. Und hier sind nochmal, wenn man drauf guckt, ein paar Technikteile drin. So dass man aus den Technikteilen auch noch ein paar Sachen bauen kann. Es sind aber auch noch ein paar andere Teile drin, Gummiringe, Pylonen, Platten, Plates, auf jeden Fall eine bunte Mischung. Ich bin mal gespannt, was damit dann in den nächsten Jahren so umgesetzt wird. Wir haben jetzt alle Boxen hier weggefahren in die verschiedenen Hotels. Und Julia, wie war das? Wir haben jetzt wie viele Hotels besorgt und besucht und was haben wir da gemacht? Wie viele Hotels haben wir besucht? Wir haben 5 oder 6, wie viele waren es denn, Massi? 6. Wir haben 6 Hotels besucht und haben dort die Kisten abgegeben für die Delegation, wo schon die Namensschilder drin sind für die ganze Delegation. Die Essenschips, die Goodiebags, vor allem die Goodiebags und alles, was die Delegation so brauchen, dass die morgen bei der Registrierung nicht mehr ihre ganzen Sachen suchen müssen. Genau, wenn man auf gar keinen Fall Blödsinn, wenn wir hier rumfahren. Nee. Das ist sehr schön, wir haben uns Dortmund angeguckt. Mhm. Das wäre auch sehr gut. Jetzt gehst du wieder zurück in die Halle und dann gucken wir mal, was da so passiert ist. Wir sind wieder zurück in der Halle bzw. in den Messehallen. In Halle 6 wird weiter an der Bühne gebaut im Hintergrund. Es wird ein Kamerakran aufgebaut, damit wir ein paar schöne Aufnahmen machen können. In Halle 5 wird gerade auch an der Leinwand weitergebaut. Da sind auch schon die Spielfelder für Future Engineers aufgebaut, zumindest angefangen damit. Und in Halle 4 wird für Robo Mission alles vorbereitet. Spielfelder geklebt, Roll-Ups aufgebaut. Auch da werden noch Leinwände aufgebaut. Und auch das Livestream-Team ist überall im Ausprobieren mit ihren einzelnen Punkten und verteilt überall fleißig Kameras. Wir haben jetzt 11.37 Uhr und ich befinde mich im Lager des Vereins. Es haben noch ein paar Sachen gefehlt, deswegen sind wir gerade noch mal rumgefahren. Es ist gut, dass wir heute 2 Busfahrer haben, die mit kleinen Bussen da sind und uns super supporten, wenn wir irgendwas brauchen. Und hier ist alles geplant worden. Hier lagern zum Beispiel auch noch Materialsets und so. Jetzt geht's wieder zurück nach Dortmund in die Halle, Equipment abliefern und dann geht's weiter. Wir haben es mittlerweile 20 nach 1, wieder zurück in den Hallen. Hier in Halle 6 ist deutlich mehr Technik mittlerweile verbaut. Die Backdrop hängt fast komplett. Wir haben eben das erste Mal Musik gehört. Die Anlage funktioniert also. Licht ist soweit fertig. In Halle 5 sind die ersten Aussteller, die aufbauen. Die Spielfelder liegen soweit. Die Getränkestände werden gerade aufgebaut. In Halle 4 sind die ersten Spielfelder auch schon fertig. Auch da werden noch die letzten Leinwand wird noch hingestellt. Was vor allem in Halle 4, aber eigentlich auch überall mittlerweile auffällt, ist, dass die gesamten Roll-Ups überall stehen. Es steht jetzt überall, in welcher Kategorie wir sind, auf was man achten muss, wo zum Beispiel Getränke ausgegeben werden oder wo es zu den Toiletten geht, wo abgesperrte Bereiche sind und so. Und das wird nochmal sehr, sehr deutlich werden, wenn hier nachher alles abgeflattert ist. Also alles abgesperrt ist, dann wird man nochmal sehr deutlich sehen, was diese Roll-Ups als Schilder alles bringen. So, Tobi, wir sind am Eingang Nord. Anmeldung und Registrierung. Was habt ihr gemacht? Wie ist euer Stand? Können wir morgen anfangen? Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten jetzt. Wir haben die gesamte Technik heute bei uns am Infostand fertiggestellt, alle Namensschilder für alle eintreffenden Teams vorbereitet, einige Sachen nachgedruckt, damit wir auch die richtigen Personen und Ansprechpartner jetzt überall auf den Zetteln haben. Wir haben unsere Welcome-Bags gepackt, sortiert, für alle Länder herausgesucht und wie man auch vielleicht sehen kann, unser Infopoint ist jetzt ziemlich vollständig schon. Alle Fernseher stehen, alle Infos sind vorhanden und ich denke mal, wir sind startklar auf morgen. 13.49 Uhr und mittlerweile kommen immer mehr von den Delegationen in Dortmund an und auch an der Location an und gucken schon mal, wo es morgen losgeht und machen schon mal erste Fotos. Mit dem Ausblick wird hier der Livestream produziert, das ist das Livestream-Studio. Wenn ich mich jetzt mal rumdrehe, da sind lauter Umpa-Lumpas,
dabei, hier aufzubauen, Ton zu machen und vor allem aber Licht einzurichten, sodass die Person, die dann nachher hier steht und auch wirklich den Stream moderiert, schon ausgeleuchtet ist. Wie lange schwingst du die Kamera? Weiß ich noch nicht, aber wenn der Simon jetzt nochmal irgendwo hinschneidet, wo was Cooles ist, also vielleicht nochmal auf die Kamera da unten, damit wir zeigen können, wie beeindruckend gut das funktioniert. Ist das nicht fantastisch? Das ist die Kamera, die da unten steht und unser Live tatsächlich in der Lage, das zu machen. Hallo. Das ist der Wahnsinn. Das, ja, ich bin immer gut auf Video. Das ist wirklich gut. Oh, jetzt geht's schon auf die nächste Kamera, die wir uns angucken können. Wo noch nichts passiert. Ist super gut. Aber ja, das funktioniert. Oh ja, yeah, wir können dann alle heilen gucken von hier. Und das ist ein ziemliches Standbild. 15.39 Uhr. Das Haus ist mittlerweile sehr voll. Die ganzen Aussteller der MINT-Messe sind da, bauen hier verschiedene Stände auf. Draußen im Hintergrund sieht man ihn schon, steht der InnoTruck auch schon aufgebaut. Es werden noch Fahnen aufgehangen. Es ist ein buntes Treiben und es geht langsam alles seiner Finalisierung entgegen. Kurz nach 5 ist es jetzt. Im Hintergrund immer noch Proben für das Showprogramm und für die Techniker. Am Eingang sind mittlerweile ganz viele Judges, die ankommen, Helfer, die ankommen. Die werden eingecheckt, kriegen ihre Klamotten, kriegen ihre Namensschilder, gehen schon mal durch die Hallen, gucken sich alles an. Es finden überall gerade kleine Besprechungen statt, es finden kleine Proben statt, vor allem bei, wie gesagt, hier auf der Bühne und bei den Livestream-Leuten. Patrick, 18.20 Uhr, hier rennen super viele Leute rum. Was macht ihr gerade, wie weit seid ihr? Wie sieht's aus? Wir kleben gerade noch die Rampen und die Folien fest. Es läuft und bald sind wir fertig und dann geht's morgen los. Hast du Bock auf morgen? Morgen wird super. Und das Wochenende? Das Wochenende wird grandios werden. Was machst du mit Englisch? Weil das mit dem Bayerisch ist ja schon in Deutschland schwer zu verstehen. Wie ist das auf Englisch? I also could speak in English. But not the yellow from the egg, right? But not the yellow from the egg. Ja. Aber ich glaube, es wird gut und notfalls haben wir ja auch Dolmetscher, die können dann Bayerisch-Englisch. I think so. Es ist jetzt kurz nach 7 und gerade findet eine Führung für die ganzen Volunteers statt, also für die Judges und für die Teammitglieder, die hier am Helfen sind. Wir gehen einmal mit denen durch alle Hallen und die kriegen einmal quasi alle wichtigen Punkte erzählt. Das Ganze jetzt schon auf Englisch, denn das Event ist selber auch komplett auf Englisch. Deswegen kann es auch sein, dass in den nächsten Tagen immer mal Leute kommen, die auf Englisch sprechen oder irgendwelche Moderationen, die auf Englisch sind, wenn ich die einfach so aufnehme. Aber die Stimmung ist gut. Es wird in allen Hallen noch ein bisschen gearbeitet. Und ich bin gespannt, wie viele heute eine Nachtschicht machen werden. Christoph, Tobi. Wir haben 19.38 Uhr. Ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt. Siehst du mal, du hast gerade. Du hast gar keine Uhr um, oder? Ah, doch. Okay. Ich hab mich. Das war so klein. Du hast gerade 150 Leute. Schätzungsweise, ungefähr, ja. Rumgeführt und hast dir nochmal alles erklärt. Wie ist deine Stimmung? Wie geht's dir? Das nimmst du wahr? Mir geht's total richtig geil gerade. Ich bin so ein bisschen euphorisch im Moment, weil das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat gerade mit der ganzen Gruppe. Das war jetzt das erste Mal, dass ich die auch alle in der größeren Präsenz gesehen habe. Das hat mir schon auch viel bedeutet und das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment. Und ich bin froh, dass alles funktioniert hat und freue mich auf die nächsten Tage. Geht heute Abend noch was? Wahrscheinlich noch ein bisschen Feinarbeit. Hier und da müssen wir noch ein bisschen anpacken und finalisieren und dann vielleicht noch ein Bier an der Bar. Mehr ist nicht drin. Morgen wird sehr, sehr spannend. Freust du dich? Absolut. Auf was freust du dich am meisten? Tatsächlich auf all die Kinder, die hier reinkommen werden und dann hoffentlich riesige Augen machen, was sie hier vorfinden in den verschiedenen Hallen und Wettbewerbsbereichen. Morgen also Event-Eröffnung, es wird spannend.